Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Folge und es geht heute um eure Hardware. Um die Hardware, die ihr euch mühsam in den letzten Jahren gekauft habt oder noch kaufen möchtet. Viele meiner Patienten sagen immer, hey Doc, wie ist denn das? Kann ich mir ein Headset kaufen? Kann ich mir ein Headset jetzt kaufen und das wird auf der PlayStation 5 funktionieren? Oder kann ich mir zum Beispiel hier einen Controller kaufen, einen Scuff kaufen, einen Burn kaufen, was auch immer, egal von welchem Anbieter, ja, zwei Pedals, vier Pedals, wie auch immer, kann ich mir jetzt einen kaufen und wird der auf der PlayStation 5 funktionieren oder nicht? Wir schauen uns jetzt den aktuellsten Stand an, der uns zum heutigen Tage vorliegt, alle Infos zu dem Thema Controller, zu dem Thema Zubehör, zum Controller-Headset. Das schauen wir uns heute an und klären die Frage, was wird auf der Blaze funktionieren und was wird eventuell nicht funktionieren und vielleicht sollte man ja auch noch ein bisschen warten. Vielen Dank an jeden Patienten, der an der Umfrage teilgenommen hat. Sowohl auf Instagram als auch in der Community-Tab auf YouTube gab es eine Umfrage, was wirst du vermissen auf deiner PlayStation 5? Welche Hardware hast du an der Blaze 4 so lieben gelernt, dass du das natürlich vermissen wirst? Und es gibt neue Infos, es gibt ganz klare, handfeste Fakten, die auch von Sony bestätigt sind, was Hardware angeht, die an der Konsole funktionieren wird. Fangen wir mal mit dem Thema Headset an. Denn Sony hat bestätigt, dass der neue Sense Controller der PlayStation 5 hier unten auch einen Klinkenanschluss haben wird. Wir haben den ja bei der Reaction von mir gesehen, dass da ein Anschluss vorhanden ist und Sony sagt, ja, Leute, passt auf, eines, was auf jeden Fall gehen wird, sind Headsets, Kopfhörer mit einem Klinkenanschluss. Denn du wirst auch auf der PlayStation 5 eines machen können, nämlich ganz normal hier einen Klinkenanschluss reinstecken und nutzen können. Heißt, dein MMX 300, vielleicht dein Tiger oder andere Headsets, Studio-Kopfhörer über den Controller mit Klinke. Wie sich das Ganze anhören wird, ob wir dann einen Verstärker brauchen in der Art von einer Soundkarte, das ist so noch nicht bekannt, denn wir kennen alle Anschlüsse leider noch nicht. Die Anschlüsse sind uns nicht bekannt, daher wissen wir nicht, ob wir alle Soundkarten überhaupt nutzen können. Denn es gibt verschiedene Soundkarten, wie zum Beispiel hier die G1, die nur über USB funktioniert, dann den Klinkenanschluss reinkommt. Dann gibt es natürlich Soundkarten, die hier über den optischen Eingang funktionieren. Das betrifft sowohl hier noch die ältere Mixamp, zum Beispiel vom A40. Hier haben wir nochmal Anschlüsse wie der optische Ausgang. Aber natürlich betrifft es auch deine allgemeinen Astro-Headsets wie A20, wie A50 und. Und Astro ist ja bereits schon dran zu schauen, okay, weil die Xbox Series X lässt den optischen Ausgang hinten raus. Ich weiß nicht, welchen Weg Sony einschlagen wird, aber das Problem ist, wenn auch Sony den optischen Ausgang rauslässt, haben wir ein großes Problem, dass wir viele Funktionen bei vielen Headsets nicht nutzen können, wie zum Beispiel Chat-Sound trennen und Game-Sound trennen. Und es kann sein, dass wir dann über USB gehen müssen. Und wenn Sony den Weg über USB erneut geht, wie schon auf der PlayStation 4, dann kann es passieren, dass die ganzen USB-Headsets, die ihr schon habt, die Soundkarten über USB darüber auch laufen werden, aber auch das Astron-Update bringt, dass die alten Geräte, die alten Headsets über USB an deiner PlayStation 5 funktionieren. Also zum Schluss entscheidet hier über den USB und über den optischen Ausgang letztendlich immer noch Sony. Diese Frage können wir heute nicht zu 100% beantworten. Ich kann nur hoffen, ich kann nur vermuten an dieser Stelle, dass Sony sagt, ja, pass auf, wir gehen den Weg, denn wir haben ja auch ein Gold-Headset. Das geht sowohl über Klinke, also das wirst du sowieso nutzen können, als auch natürlich direkt über deine Konsole. Hat einen Dangle, der Dangle über USB. Meistens sind es ja Bluetooth-Dangles, das heißt das Bluetooth-Signal, was dann da kommuniziert. Aber auch hier das Platinum-Headset, welches auch an deine Konsole ausgelegt ist, aber zig andere Hersteller mit ihren Headsets, das ist auch die Frage. Von daher, wenn du dir was kaufen möchtest und das hat einen Klinkenanschluss, kannst du laut Sony auch getrost heute ein Headset, ein Kopfhörer, was auch einen Klinkenanschluss hat, kaufen. Auch Headsets, die über Bluetooth funktionieren, über einen Dangle funktionieren, solange die hier einen Eingang haben,
über Klinke. Auch das kannst du dir heute kaufen, denn im allerschlimmsten Fall wirst du auf deiner PlayStation 5 das Headset ganz normal über Klinke nutzen. Soundkarten, da muss man schauen, wie gesagt, USB-Optical-Ausgang und, das kann man noch nicht garantieren. Hier müssen wir warten. Kommen wir zum Thema Controller. Es gibt verschiedene Controller, alle möglichen Arten. Und ich habe jetzt bewusst diese Art von Controller hergelegt. Es gibt lizenzierte Controller von Sony, Nacon, Razer, Hori und. Das sind lizenzierte Controller, die meistens auch mit dem Dangle herkommen, die dann auf deiner Konsole, auf deiner PlayStation 4 funktionieren. Die Frage, okay, wie weit wird die Lizenz auch auf die PlayStation 5 greifen? Wie weit wird dem Entwickler erlaubt werden, die Lizenz der 4 auf die 5er zu nutzen? Ich kann eure Angst verstehen, denn zu der PlayStation 3 Zeit und der PlayStation 4 Zeit waren die Controller zum Beispiel nicht miteinander kompatibel. Also du konntest den PlayStation 3 Controller nicht auf der PlayStation 4 mitnehmen. Das ging einfach nicht. Das hat nicht funktioniert. Es gibt meistens zwei Meinungen. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die sagen, andere Architektur, alles anders. Funktioniert einfach nicht. Auf der einen Seite, Geldmacherei. Die wollten Hardware, die wollten Lizenzen, die wollten vieles verkaufen. Man weiß es nicht. Weil wenn man jetzt auch PlayStation Now hernimmt, kannst du ja auch PlayStation 2 und 4 Games lokal speichern, aber PlayStation 3 Games nur streamen. Also irgendwo hat es schon was mit Architektur zu tun und. Deswegen, was wir aber wissen und was wir für Infos haben, sind die, dass Sony gesagt hat, die möchten den Übergang von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 für uns Nutzer, für uns Gamer da draußen so einfach wie möglich ermöglichen. Heißt, du wirst deine Games, deinen Account auf die PlayStation 5 mitnehmen können. Sony hat schon bestätigt, passt auf, 100 Spiele werden zum Release definitiv kompatibel sein, abwärtskompatibel von der 5er auf die 4er. Genau, das wird gehen, aber 3.000 oder 4.000 Games sind noch im Testprozess und, aber die 100 beliebtesten Games werden funktionieren. Heißt, wenn diese Abwärtskompatibilität besteht, besteht ja auch, dass der Controller funktionieren kann. Bevor wir jetzt thematisieren, welche Controller, müssen wir was anderes bedenken, nämlich noch die PlayStation VR. Die Technik, die PlayStation VR 2, es ist ja zum Release der 5er, wird es nicht geben. Die wird in ein paar Jahren wahrscheinlich dann nochmal veröffentlicht. Aber der Sense Controller hat ja hier eine Änderung im Lightbar, nämlich diese Lightbar hier verschwindet und du hast hier eine ausgeprägte neue Lightbar. Und rein von der Technik her erkennt die Kamera PlayStation VR technisch das alte System der PlayStation 4, so den neuen DualSense Controller nicht. Sony sagt aber, du pass auf, die VR-Brille, das VR-Headset wirst du aber auf der 5er benutzen können. Bedeutet, dass du die Kamera, die Move-Controller, das Headset und ja theoretisch einen Standard-Controller hier benötigst, wegen hier oben. Das wird ganz, ganz wichtig. Ohne dem und ohne der Situation. Also ist auch das wieder ein Indiz, dass der PlayStation 4 Controller auf der 5er laufen muss. Zudem leben wir in einer Zeit, wo jeder Xbox Controller, jeder PlayStation 4 Controller ein fester Bestandteil wird des alltäglichen Lebens. Bedeutet, du kannst mittlerweile einen PlayStation 4 Controller an deinem iPhone, an deinem Samsung, an deinem, egal an welchem Smartphone, verbinden, benutzen, am PC. Verbinden, benutzen, Google Stadia benutzen, xCloud, PlayStation Now und. Also sehr, sehr viele Crossplay-Optionen, die uns immer mehr und mehr und mehr in den Vordergrund drängen, supporten einen Xbox-Controller und einen PlayStation 4-Controller. Bedeutet für mich, Sony hat keine Möglichkeit zu sagen, nö, PlayStation 4-Controller, machen wir jetzt komplett dicht. Nur noch eine PlayStation 5 Controller. Dadurch ist das für mich ein Punkt. Wie kann es dann sein, dass ein PlayStation 4 Controller am PC funktioniert, an jedem Smartphone funktioniert und überall bei der Konkurrenz benutzt werden kann im Cloud-Business, ja? Aber auf der eigenen PlayStation 5 wird er nicht funktionieren. Das heißt, wenn dieser funktioniert, wenn das Ganze funktioniert, dann werden das so Standard-Controller sein, ganz normaler PlayStation 4-Controller, aber auch dann in dem Fall die umgebauten, zum Beispiel das Carve
Impact mit vier Pedals, weil das ist ein Standard PlayStation 4 Controller, der verändert wurde, der umgebaut wurde. Oder der Burn Controller, hier mit seinen Wings, ein umgebauter Controller. Oder der Aim Controller, damals noch mit seinen zwei Wings. Oder hier mit seinen vier Wings. Bedeutet für mich, wenn ich mir heute einen Controller kaufe, dann kaufe ich mir einen umgebauten PlayStation 4 Controller. Weil hier ich mir sicher sein kann, dass dieser auf der PlayStation 5 funktionieren wird, weil einfach alle Punkte momentan darauf hinweisen. Wir werden noch auf offizielle Release-Termine warten, aber dennoch gibt es Zuschauer, die jetzt Geburtstag haben, die jetzt für Ostern war, glaube ich, schon, ja, Geld, was auch immer, und die möchten Controller kaufen. Warten bis Dezember oder bis Sony sich zu Wort meldet, ist auch immer so eine Sache. Also, das ist meine persönliche Meinung. Wenn ein umgebauter Controller, Razer, Nacon und uns sind auch gute Controller, da kann ich auch hier heute nicht sagen, ja, das wird gehen, nein, das wird nicht gehen. Zum Schluss entscheidet Sony. Geht's oder geht's nicht? Auch heute kann passieren, dass wir alle sagen, ja, das wird funktionieren, und Sony sorgt ein paar Tage vorher nicht den Support. Machen wir doch nicht. Warum auch immer. Zudem haben viele Patienten geschrieben, du pass auf, wie ist denn das mit meinen Festplatten und so weiter. Sowohl eine HDD, ja, ganz normal HDD hier, eine SSD oder wie auch immer, laut Sony offiziell bestätigt, der Support auf der PlayStation 5. Empfohlen wird natürlich die neue SSD für die neuen Games. Da gibt es, wird es wahrscheinlich, so wie wir das jetzt verstehen, einen eigenen Slot geben. Aber einen USB-HDD-Support wird es geben. Heißt, du wirst an deine PlayStation 5 ganz normal über USB deine Festplatte anschließen können und deine vorherige Bibliothek, deine Spielbibliothek der PlayStation 4 auf der PlayStation 5 abrufen können. Das ist momentan so der Stand. Zudem Zubehör, was natürlich nicht softwaregebunden ist. Zubehör wie jetzt zum Beispiel hier Grip von deinem Controller. Jetzt der von GameX, ja. Oder hier Curbix. Das ist hier, sind die Widerstände. Oder RaySix oder von anderen Unternehmen solche Aufsätze, die du hier ganz normal draufziehen kannst. Funktionieren zu 99% auch auf den neuen Controllern, Xbox-Controller, PlayStation 5-Controller. Und wenn es nicht funktionieren wird, könnt ihr sicher sein, dass hier einfach dann der Durchmesser erweitert wird, dass das Ganze auch auf den neuesten Controllern funktionieren wird. Also sowas, da will ich mir auch nicht Gedanken machen. Oder DryX für die Hände, wenn ihr schwitzt. Sowas zum Beispiel, das ist ja nicht softwareabhängig. Aber der größte Bereich ist dann hier das Rücktastenansatzstück. So wie ich den Trailer auch verstanden habe, haben wir hier zwei Anschlüsse. Diese Anschlüsse gibt es nur auf einem PlayStation 4 Controller. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zur neuen Ära der PlayStation 5 Sony das Ansatzstück rausbringt für den PlayStation 4 Controller. Laut unseren Bildern, wie wir ja auch schon damals in der Reaction das gemeinsam besprochen haben, wir aber diese Anschlüsse nicht haben auf dem neuen DualSense Controller, heißt, das Ansatzstück wird auf dem PlayStation 5 Controller nicht funktionieren, funktioniert nur auf der PlayStation 4. Aber wenn wir uns das jetzt auch alle gekauft haben, für die, die es zumindest bekommen haben, die werden hier das Ganze in der Zeit der PlayStation 5 meiner Meinung nach an ihren PlayStation 4 Controller dran machen können und dann das auch benutzen in Kombination deines PlayStation 4 Controllers auf deiner PlayStation 5. Also das ist, wenn das ist der einzige Support, den ich so sehe, der dann auf der PlayStation 5 damit über Umwege funktionieren kann. Ja, das war so ein riesengroßer Überblick. Ich hoffe, ich konnte dir bei gewissen Entscheidungen helfen. Schreib mir gerne deine Meinung. Daumen nach oben, wenn du noch andere Hardware vermissen wirst auf deiner PlayStation 5. Schreib das gerne in die Kommentare. Wie siehst du das Ganze? Siehst du es anders wie ich? Siehst du es ähnlich wie ich? Gibt es mittlerweile vielleicht, wenn du das Video jetzt ein halbes Jahr später siehst, neue Informationen, dann hau auch die jetzt in die Kommentare. Das verfolgen wir alles und berichten drüber gemeinsam. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.